Grüß Gott, Johannes Wilder, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße Sie zu unserer gemeinsamen 449. Eichhorn-Wanderung am Sonntag, dem 13. Juni 2021. Ich sitze dort, wo der Wanderer hingehört, auf dem Eichkogel. Ich bin am Eichkogel. Sie sehen es schon, die Startrampe der Fantasie. Hier hinten das Leitergebirge. Und hier unten sehen Sie einen jungen, neuen Eichbaum aus einem alten, umgestürzten Stamm heraussprießen. Der Frühling, der Sommer kommt und macht das Alte neu, indem es wieder erwächst. Ja, Sonntag, Mittag, Eichkugel, Sommersonne, Motorrad, Hubschrauber und natürlich ein paar Vögeln. Morgen gibt es Maler, Honecker und natürlich Berlioz, die Sommernächte. 6 Lieder, geschrieben für 6 Sänger aus Weimar. Liszt hat dem jungen Berlioz gesagt, komm, jeden Tag gehst du woanders hin, du musst ein bisschen networken und kriegst dann dein Mittagessen. Und zum Dank dafür, dass er dann ein gutes Mittagessen gegeben hat, Berlioz für jeden dieser Sänger ein Lied geschrieben. Die Frage, die ich mir immer stelle, hat er entweder einen Fasttag gemacht oder hat er am Sonntag bei Liszt gegessen? Na, ich werde mich ein bisschen umschauen und umhören, ob wir dieses Rätsel lösen können. Aber so bedeutend ist es nicht. Bedeutend ist die Liedsammlung Sommernächte von Berlioz morgen im Unterricht. Heute werde ich ein bisschen die Sommernachmittage genießen und mich mit Honecker, Mahler und natürlich dann mit meinem Programm für den Johannistag auseinandersetzen. Zum Johannistag gibt es ja ein Konzert in Dänemark, sehr wichtiger Termin, der Hansaften, der Hansabend, mit einem besonderen Programm, wo auch immer die mythisch-mystischen Aspekte der Johannesnacht zusammengefasst werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag.